Oh Mist, ertappt. Ja, stimmt, ich wollte eigentlich lernen, aber es ist tolles Wetter, es schneit, da kann man jetzt nicht Nein sagen. Und die tollen Berge, scheiße, Berge. Das erinnert mich echt an meinen Lernberg. Verdammt. Ah. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt mit meinem Lernberg. Und falls es euch ja so geht wie mir, dann gibt es dafür einen Namen, nämlich Aufschieberitis. Und ja, vielleicht sucht ihr da auch Tipps, wie man damit umgehen kann. Ich habe euch hier mal was mitgebracht, nämlich ein frisches Gehirn, gerade entnommen. Hat so ein bisschen die Konsistenz von einer Nacktschnecke. Aber keine Angst, was soll euch das Gehirn sagen? Nämlich, wie funktioniert das? Was kann man tun? Wie kann man das Gehirn überlisten, damit diese Aufschieberitis überwunden wird? Und ich habe da einen tollen Tipp für mich erkannt, nämlich überhaupt das zu tun. Nämlich den ersten Schritt, egal welcher Schritt das ist, Hauptsache anfangen. Und wenn man nur den Bleistift hochhebt, allein wenn man sich nur hinsetzt, wenn man sagt, okay, jetzt schreibe ich nur mal ein Wort oder jetzt lese ich einfach mal nur eine Zeile, egal was es ist, Hauptsache diesen ersten Schritt zu machen. Und das Faszinierende ist, man kommt dann überhaupt erstmal so ein bisschen in Schwung. Warum ist das wichtig, dieser erste Schritt? Ganz einfach, weil hier oben in unserer Birne, hier in diesem werten Teil, da passiert nämlich immer Folgendes, man blockiert sich selbst. Man denkt dann plötzlich, boah, ich will alles auf einmal schaffen oder es muss alles gleich perfekt sein und wumm, hat man die Schranke vom Gehirn. Und durch das hier, durch diesen ersten Schritt, irgendwas überhaupt machen, da kommst du vorwärts, da schaffst du das. Und egal, was das ist, wie viel das ist, einfach anfangen.